Hallihallöchen, liebe Leute, an diesem wunderschönen Freitag, diesen für mich zumindest Gamescom-Freitag. Ich hoffe, ich schaffe es, die Folge hochzuladen, bevor ich mich da hin abdüse. Und ja, herzlich willkommen auf jeden Fall erstmal zu Assassin's Creed Revelations. Und ja, wir sind die Wachen, das heißt so, beziehungsweise ich bin die Wachen letztes Mal losgeworden und dachte mal, ich bin so frei und bewege mich schon mal hier auf den Punkt hier zu. Und dann können wir eigentlich auch schon mal beginnen mit der Hauptmission. Ich bin sehr gespannt. Cigar, Cigar! Das ist Schießpulver, kein Mehl! Verstanden! Ach so. Jetzt wissen wir auch, warum wir darüber konnten, als wir da zum ersten Mal hochgeklettert sind. Abrüstung! Die Waffen der Osmanen wurden weggeschlossen. Dringen Sie in das Waffenlager ein und zerstören Sie das Schießpulver. Dabei am besten keinen Schaden nehmen. Ja, wir schauen mal, wie gut wir das schaffen oder auch nicht. So, einen Weg ins Waffenlager der Templer finden. Haben wir ja gerade gesehen, hat uns Ezio ja mit seinem Adlerblick verraten. Gut, sag ich, kein Adlerblick, aber er hat auf jeden Fall hingeguckt. Und wir sollten uns auf jeden Fall erstmal hier um das Ding rumbewegen. So, hopp. So. Wir kennen den Weg ja schon, sind wir schon vor ein paar Folgen, glaube ich, schon wieder. Sind wir hier ja bereits hochgeklettert beim ersten Mal, als wir hier angekommen sind in Kappadokolos. So, hier ist es. Da können wir rüber. Zack. Zack, zack. Zack, zack. So, am besten nicht runterfliegen. Das wäre mir eigentlich auch ganz lieb. So, dann hier. Zack. Ja, Ezio, du hast deinen eigenen Plan voll gut verstanden. So, dann müssen wir hier runter. So. Und sind eigentlich schon eingedrungen. So, die. Uah. Die Brandbombe finden. So, wir sollen eigentlich keinen Schaden erleiden, aber wir können ja welchen austeilen. Aber wir dürfen jetzt also umbringen. Ah, die stehen so gut da. Die stehen da so gut. Oh, der hat ja super geklappt. Oh, super, die sind alle tot. Oh, da freue ich mich. Das ist ja voll gut geklappt. Das habe ich nicht. Da habe ich nicht mitgerechnet. Das letzte Mal, wo wir sowas immer versuchen, ging es immer schief. Cool. So. Die Aufgabe war einfach hier reinzudringen. Was war das? Brandbombe. Ach, die Brandbombe finden. Okay, vielleicht hier unten? Da oben? Ich weiß es nicht. Hallo? Ist hier jemand? Dann hier ist keine einzige Sau. Ja, wir müssen auch nach oben. Zeigt uns das gute Ding da an. So. Dann gehen wir halt außen rum. Stellen fest, da sind sogar zwei. Wir werfen noch eine Splitterbombe. Oh. Toll. Ja, super. Ja, jetzt nehmen wir aber schon Schaden und ja, ich wollte es gerade sagen. Das war's also hier mit der vollen Synchro. Schade, schade, Schokolade. Was wir machen können, ist aber. Komm, zack. Nicht zweimal. Oh, jetzt habe ich die zweimal geworfen. Egal. So. So, zack. Mist. Außer der letzte, glaube ich. Zack, so. Ja, oh, der rutscht uns weg. Tschüss. Wie geil das aussieht. So, plündern wir noch so ein bisschen und schauen, was wir noch so finden können. Ach Mist, haben wir leider nicht die 100 Pro Synchro geschafft, aber macht nichts. So, hier ist er auch nicht. Aber hier ist ein Schatz. Da ist auch bestimmt was Gutes drin. Ach, die Brandbombe, hier ist er doch. So, Bombe benutzen, um das Schießpulver zu vernichten. Uhuhuhu. Komm, wir können hier tatsächlich hoch, wären da nicht diese lustigen Dinger da. Na, erstmal hier wieder raus. Am besten so, wie wir reingekommen sind, und dann finden wir schon irgendwo einen Weg. So, das Schießpulver.
der anderen Seite oder was? Oder hätten wir es durchlaufen müssen? Ja, wir gehen mal ganz kurz gucken. Ich bin mir nicht so wirklich sicher, wo wir gerade hin müssen. Ich glaube, das Lager hier hat auch... Obwohl, vielleicht können wir ja durch hier irgendwas. Weiß ich nicht. Ach, schaut mal. Ach, schaut mal. Unsere Freunde. Unsere Freunde. Unsere Besten. Ja. Zack. Ins Gesicht. In die Rippen. Tot. So, dir gehört dasselbe Schicksal. Ebenso wie dir. Aua. Und du greifst mich nicht an, während ich gerade in der Serie bin. Mann, das ist unhöflich. Zack. So. Ja, ich glaube, wir sind hier eigentlich ganz richtig. Können wir da rüber? Nein. Warum hängt das dann da? Finde ich nicht so cool. So, dann könnten wir ja... da lang. Scheinbar. Oh, noch mehr. Alter, wie viele sind das denn noch? Wie viele? Wie viele? Hilfe! So, das ist... So, zack. Das war's schon mal mit dir. Oh, mit dir. Na. So. Du auch. Du ebenso. Aua. Ah, irgendwie Gehirn durch die Nase gezogen. So, dann. Und. Slow-mo. Und du bist tot. Klasse. So. Da sind wir auch schon an unserem Ziel. Hallöchen, Schießpulver. Rein und... Wow. Was zum Teufel geht hier vor? Verrat, Manuel. Ihr müsst in Deckung gehen. Geh mir aus dem Weg. Bürger. Soldaten. Hört die Fassung. Lasst euch nicht leiden. Hier hört keiner zu. Wir sind die wahren Hüter von Konstantinopolis. Wir sind die Herren dieses Landes. Wir sind Byzantiner. Kurayo, seid standhaft. Lasst niemanden eure. Ach, haltet den Mann. Steckt ihn nieder. Oh, dieser Typ, ey. Der letzte Palaiologos. Manuel Palaiologos versucht, seine Leute im Chaos der Explosion zu beruhigen. Eine gute Gelegenheit, ihn zu eliminieren und den letzten Massiv-Schlüssel zu beschaffen. Endlich, der letzte Schlüssel, dann gehört er uns. Keine Gesundheit verlieren, das ist auch lustig. Manuel Palaiologos fangen, wo ist er denn? Ach, da hinten. Dankeschön. Okay, den kriegen wir. Den müssen wir kriegen. So, zack. Juhu, Schwefel. Warnung zum Ziel verringern, was? Aber jetzt ist doch hier am Arsch. So, wir haben ihn fast. Komm, du bist doch dick. Du darfst nicht so schnell. Du kannst nicht so schneller rennen als wir. Nein! Haltet ein und denkt nach. Denkt an die Leben, die ihr heute zerstört habt. Die Anarchie, die ihr hier seht. Ich denke an vieles, aber eher daran, wie ich dich hier jetzt erstmal kriege. Ich sehe nicht mehr. Zack, zack, zack. Und runter. Hinterher! Die miese, fette Ratte. Gib mir den blöden Massiv-Schlüssel. Ha. Ihr nutzt ein armes und vertriebenes Volk. Für eure eigenen vergeblichen Pläne aus. Doch wir kämpfen für Würde, Assassine. Wir kämpfen für Frieden in diesem geschundenen Land. Die Templer reden immer schnell vom Frieden, doch lösen sich nur langsam von der Macht. Weil nur Macht Frieden schafft, Vlacker. Anders kann es nicht funktionieren. Das Volk ginge unter ohne eine starke Hand, die es führt und es auf Linie hält. Da ist es. Das Monster, das ich töten will. Oh. Komm. Er stellt sich doch dem Kampf. Ich habe genau das Richtige. Eliminieren wir dich doch gerne. Zack. Puh, schneller Kampf. Du Arschloch. Ich hätte Konstantins Nachfolger sein sollen. Ich hatte so viele Pläne. Eure Träume sterben mit euch, Manuel.
Euer Reich ist nicht mehr. Aber ich bin nicht der Einzige mit dieser Vision, Assassine. Der Traum unseres Ordens ist universell. Osman Byzantiner. Das sind nur Namen, Kostüme und Fassaden. Unter dieser Hülle sind alle Templer Teil derselben Familie. Genug geplaudert. Gebt mir den Schlüssel von Masyaf. Dann nehmt ihn. Nehmt ihn und sucht euer Glück. Seht, ob ihr auf 100 Schritte an diese Bibliothek herankommt, bevor einer von uns euch erledigt. Locker. Würde ich dir gern beweisen, wärest du nicht tot. Wir haben ihn! Armer Manuel, letzter der Paläologie. Ich hätte ihn die Masyaf-Expedition nicht führen lassen dürfen. Er war ein arroganter Mann. Schwerlich auf Kurs zu halten. Ihr enttäuscht mich, Ahmed. Warum die Templer? Weil mich diese sinnlosen Blutfäden ermüden. In denen Vater gegen Sohn steht. Und Bruder gegen Bruder. Um wahren Frieden zu erreichen, müssen die Menschen als Einheit denken. Und unter einem Vordenker. Die Geheimnisse im großen Tempel werden uns genau das geben. Und Altair wird uns dorthin führen. Irrglaube. Altairs Geheimnisse sind nicht für euch. Ich möchte nicht argumentieren, Ezio. Ich bin wegen der Masyaf-Schlüssel hier. Ach, gibt es etwa mehr als den einen? So habe ich gehört. Vielleicht frage ich jemanden, der es besser weiß. Nein. Sophia Sator. Heißt sie nicht so? Sie weiß nichts. Lasst sie in Ruhe. Wir werden sehen. Ich bringe euch um, wenn ihr sie anfasst. Das würdet ihr versuchen. Oh nein. Alright. Bad News. Flucht. Die Templer, nun unter Führung von Prinz Ahmed, Arschloch, drohen, Sophia zu ermorden, Arschloch, falls Ezio ihnen die Masyaf-Schlüssel nicht übergibt, Arschloch. Verlassen Sie Kappadokien und eilen Sie nach Konstantinopel zurück. Ja, muss ja, ne? So ein... Boah, das gibt's doch nicht. Diese elenden Templer. Okay, aus der unterirdischen Stadt entkommen, das, liebend gerne, muss ich sagen, liebend gerne. Uah. Aber vielleicht nicht so. Obwohl... Moment, vielleicht können wir... Cool, ja, das ist ein super Auftakt zu einer Flucht, das muss ich ja schon sagen. Vor allem, weil wir ja schon mal einen Balken verloren haben. Wir dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Balken verlieren. Oh, Ezio, jetzt mach doch schon mal! Ich sehe ihn! Okay, nein, wir müssen es gerade eben neu starten, das ist gerade zu blöd. Ich kann nicht schwimmen, weil ich ständig angeschmissen werde von blöden Steinen und sowas. Ah, jetzt gucke ich auf die Zeit. Jetzt überlege ich gerade, sollen wir das jetzt noch machen? Seid ihr mir sauer, wenn ich das jetzt abbreche? Ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott. Uah. Na gut, dann machen wir es erstmal für heute. Also, wir machen das jetzt heute. So. Aha, da war ein Datenfragment. Verdammt. Tschüss, Datenfragment. Wir werden dich nie wiedersehen. Zack. Oh nein. Ja, Explosion, ne? Nette Dämpfe in einer geschlossenen Stadt ohne Himmel und Luft. Okay, einen Alasin brauchen wir gleich. Okay, machen wir vielleicht jetzt. Ja, der Nebel wird langsam ein bisschen zu dicht. Oh Gott, überall fallen Menschen runter. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Den habe ich eigentlich nicht weggemacht, den Adlersinn. Und ich weiß, wir rennen gerade voll im Kreis, aber einfach nur, weil ich es nicht sehe. So. Ich glaube, bei diesen ganzen Erschütterungen immer geht der Adlersinn aus. Ich weiß aber auch nicht ganz genau, warum. Egal, wir müssen erstmal, wir müssen so schnell wie möglich hier raus eigentlich. Ah. Oh Gott. So, die Menschen folgen, ist glaube ich auch eine gute Idee. So, da sind wir. Ah. Schnell. Oh Gott. Und. Oh.
Ups, sage ich dazu nur. Oh Gott. Okay, jetzt auf zum Schiff. Boah, hey, Ezio, was machst du da? Auf zum Schiff? Oha. Und wir schauen uns direkt jetzt schon die Altair-Erinnerung an. Und ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed Brotherhood Revelations. Also bis gleich!